Ein hässlicher Anblick auf dem jüdischen Friedhof an der Dedestraße in Oldenburg. 8 Grabsteine und die Trauerhalle sind durch aufgesprayte Hakenkreuze verunstaltet. Vor 2 Jahren passierte das schon einmal. Die aktuelle Tat wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag begangen. Die Oldenburger Bürger sind entsetzt über die Farbschmierereien auf dem jüdischen Friedhof. Ich habe gedacht, wir sind längst über diese Phase hinweg. In einem zivilisierten, demokratischen Land mit großer Toleranz, gerade gegenüber den jüdischen Mitmenschen. Und ich bin ganz erschüttert, das muss ich schon sagen. Ja. Sauerei. Man sollte dafür sorgen, dass die Leute geschnappt werden. Und dann soll man die mal zum Arbeitseinsatz zum Beispiel mal eine Saison lang den Friedhof sauber halten. Ich finde, die Leute sollten auf jeden Fall gefunden und bestraft werden. Die Polizei Oldenburg hat auch schon einen Verdächtigen. Gegen den Oldenburger wird wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation ermittelt. Am Samstagabend nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurzzeitig fest, da er wie hier am Marschweg Hakenkreuze sprayte. Der 32-Jährige hatte an seiner Bekleidung Farbanhaftung und auch dort sind Hakenkreuze gesprüht worden. Aufgrund der Art und Weise der Machart der Hakenkreuze, wie sie dort gesprüht worden sind, gilt der 32-Jährige für uns zurzeit auch als Tatverdächtiger für die Taten auf dem jüdischen Friedhof. Er wurde jedoch am Samstagabend wieder entlassen, da die Taten auf dem Friedhof erst am Sonntagvormittag bekannt wurden. Bereits am Sonntagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Wir konnten den 32-Jährigen jedoch nicht zu Hause antreffen. So bleibt die Motivation des 32-Jährigen weitgehend im Dunkeln. Unter Wahrung von den Persönlichkeitsrechten und Datenschutzbestimmungen durchaus sagen dürfen, dass die Polizei in der Vergangenheit gegen den Mann bereits schon wegen ähnlicher politisch motivierter Taten ermittelt hat. Die jüdische Gemeinde muss den zweiten Anschlag innerhalb von 2 Jahren auf den Friedhof an der Dedestraße verkraften. Was hier in diesem Falle jetzt heute sehr tragisch ist, ist, dass es noch Angehörige gibt von betroffenen Gräbern und diese Angehörige natürlich auch im hohen Alter sind. Und es ist natürlich sehr schwierig, diesen Menschen das überhaupt zu übermitteln, diese Nachricht. Und da ist die Hauptaufgabe, diesen Menschen auch zur Seite zu stehen. Die Polizei Oldenburg sucht weiterhin fieberhaft nach dem 32-jährigen Tatverdächtigen. Sollte er durch die Hakenkreuzschmierereien den jüdischen Friedhof geschändet haben, drohen ihm eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren.